auf. Jetzt gucken wir aber, hä? Maul zu nach dem ersten Schrecken, ihr Kappenträger, Narren, Karnevalsjäger. Vor euch steht in aller Pracht die begehrteste Klofrau der schwäbischen Fasenacht. Ja. Ja, ich bin's. Elsbeth Scheidle, ganz genau, als Prinzessin von Gottes Gnaden, als Prinzessin Elsbeth, die erste hier aus Schwaben. Ich wollte ja schon erste gleich immer mal eine Prinzessin sein. Hab träumt, ich kriege einen Prinz zum Gemahl. Vorbei wär's mit Scheißhausputzen ein für alle Mal. Aber sind wir doch mal ehrlich. Wie viele Prinzen sind denn auf dem Markt und dazu auch noch begehrlich? Keiner. Nicht ein Gotziger hab ich bis jetzt gefunden. Nicht im Haar, ja. Nicht einmal beim Bronze im Thronsaal unten. Will meine adlige Erscheinung wohl haben und des mir der Prinzessin Elsbeth der Sanifersten aus Schwaben. Oh, Lady, ich bin ja seit Jahren im Fasching engagiert. Sauf literweise Weizenbier und das völlig ungeniert. Und warum? Ha? Warum habe ich das wohl gemacht? Ist doch logisch, dass man über mich schwätzt und über mich lacht. Aber dieses Jahr will ich mal ein Teil vom Prinzenpaar sein. Das Kleid habe ich schon ewig. Jetzt passe ich auch rein. Schau da! Das Kleid, das passt wie ergegossen. Ich finde, ich kann das tragen. Weil ich bin ja Prinzessin Elsbeth, die Schöne aus. Amen. Dankeschön. Jetzt brauche ich bloß noch alles oder einen, besser gesagt. Und zwar einen gestandenen Mann, wo etwas mit mir wagt. Gut. Also, alles ist sicher, was er, alles muss er kennen. Und zwar trinkfest. Trinkfest muss er sein. Das ist sicher. Hat er noch einen großen Geldbeutel in der Hose, wird er mich fein nehmen los. Und was er unbedingt kennen muss, das ist ein richtig guter, geiler Zungenkuss. Ein Kuss. Ein Kuss, der wie ein elektrischer Stromschlag ist. Dass du nämlich Fleisch. Bist Fleisch? Oder bist ein Fisch? Ich habe das ja schon bei mehreren Männern ausprobiert. Aber die haben irgendwie das Prinzip nicht richtig kapiert. Die drücken ihr Zunge nahe bis zum Zäpfle-Hände. Als ob sie suchen, aber was wollen sie denn da auch finden? Ach du großer Gott. Meine Güte, ja. Eine Zange. Hey, der Fette. Ach ja. Jetzt bin ich doch glatt von der Rolle. Aber bevor ich dann da drauf verstick, beiß ich kurz zu und dann schnellt dem sein Zung wieder zurück. Ich kann euch sagen, im Schwabeland, da gibt's so weiße Knaben. Aber das ist mir egal, weil ich bin ja die Prinzessin Elsbeth, die bissige aus. Amen. Genau. Ach ja, auf ihr Männer. Auf ihr Männer, wer will's mit mir wagen? Na, tu ich nachher gleich geschwind mein Lippenstiftli auftragen. Und wenn dann unsere Lippenlappen gar heftig aufeinander pappen und dabei ein Geräusch entsteht, wie wenn die Kuh durch Scheiße geht.
Und wenn es dann noch pfupfert bis in die unterste Etagen, na bist du für mich der Richtige. Für die Prinzessin Elsbeth, die heiße. Aus. Amen. Genau. Chaka, das wird eine lustige, geile Fastnetzzeit. Also Männer, Händen auf, wer bereit? Du da und du und ihr zwei, die Hände auch. He? Ihr seid in der engeren Auswahl, ganz genau. Und auf dem Männerklo, da ist nachher das Casting in Kabine 4. Und keine Angst, das mit dem Zungenkuss, das ist über mir. Und wenn die dann dort einen Prinzen, meinen Wunderknaben, dann hat der LWK ab sofort ein neues Prinzenpaar aus Schwabe. Ach, ich empfehle mich jetzt. Es ruft die Pflicht. Und merkt euch, Kabine 4 ist jetzt 2 Stunden lang dicht. Und aber bevor ich noch etwas vergesse, gell, es braucht sich vor allem keiner melden, der wo kommt aus Baden. Weil echte Prinzen kommen nur aus Chaka! Unsere Fastnetzprinzessin Elsbeth, die erste, keine geringere als Birgit Pfeiffer vom Backnanger Karnevalclub. Liebe Männer, ihr habt's gehört, Kabine 4. Da wird jetzt gleich ein großer Andrang kommen. Da haben wir solche abziehbare Zettel angebracht mit einer Nummer drauf. Und bitte jeder, einer nach dem anderen, zieht da eine Nummer runter, damit es keinen Stau gibt. Wir kommen nachher mal in 2 Stunden runter und gucken, was im Untergeschoss auf der Toilette passiert ist. Viel Spaß dabei mit unserer Prinzessin Elsbeth. Liebe Birgit, wir entlassen dich mit unserem Narrenruf hier aus Donzdorf. Auf dich ein dreifach kräftiges Prinzessinnen. Hello! Birgit, hello! Backnang, hello! Dankeschön und Ausmarsch!